Herzlich willkommen zu unserer Sondersendung. Wir berichten heute über die Veranstaltung Castrop-Rauxel – Lichter der Solidarität, die am 13.01.2015 in der Castrop-Rauxler Altstadt stattfand. Sie werden heute keine musikalische Untermalung unseres Beitrags hören, da die Redaktion beschlossen hat, die Bilder einfach wirken zu lassen. Circa 400 Bürger aller Religionsrichtungen und unterschiedlichster Nationalität kamen zu der Veranstaltung der Stadt Castrop-Rauxel. Wir möchten uns an dieser Stelle bei den Verantwortlichen der Stadt im Namen vieler Bürger bedanken, dass sie spontan diese Veranstaltung durchgeführt und organisiert hat. Und heute hat mein Sohn Nummer 1 Geburtstag, aber morgen geht es wieder los. 3 Wochen im Kasten. Auch Herrn Beisenherz, dem Bürgermeister der Stadt, gehört ein Dankeswort, da er in seiner Ansprache die richtigen Worte gefunden hat und dafür viel Zuspruch aus der Bevölkerung bekam. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, zunächst einmal Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Ich sage gleich vorweg schon, ich bin beeindruckt über die Resonanz zu dieser Spontanveranstaltung, insbesondere auch bezogen auf das Wetter. Aber das Wetter soll uns bei einem so wichtigen Ereignis nicht abhalten und das ist, dafür stehen Sie hier als Beispiel. Herzlichen Dank dafür schon mal. Verehrte Damen und Herren, es gibt Momente, da ist es nicht einfach, Worte zu finden. Dies ist ein solcher Moment. Nach dem feigen Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo und der blutigen Geiselnahme in einem jüdischen Supermarkt in Frankreich ringen wir alle um Fassung. Wir alle sind entsetzt, geschockt. Dieser kaltblütige und hasserfüllte Angriff auf die Freiheit hat uns alle zutiefst erschüttert. Mit dem Anschlag auf die Satirezeitung Charlie Hebdo beginnt letzte Woche Mittwoch die Anschlagsserie in Paris. 12 Menschen sterben. Tags darauf tötet ein dritter Terrorist eine Polizistin und stürmt nur einen Tag später am Freitag einen Pariser Supermarkt ganz in der Nähe unserer Partnerstadt Vincennes. Er erschießt 4 Geiseln. 17 unschuldige Menschen werden aus dem Leben gerissen. 17 unschuldige Menschen werden Opfer religiöser Fanatiker. Unter den Opfern die Tochter einer Bürgerin unserer Partnerstadt Vincennes. Sie stirbt bei dem Anschlag auf Charlie Hebdo. Unter den Opfern ein junger Mann aus unserer Partnerstadt Vincennes. Zum Zeitpunkt der Geiselnahme befindet er sich, wie viele andere Bürgerinnen und Bürger aus Vincennes, in eben jenem Supermarkt. Der junge Mann überlebt das Attentat nicht. Wir sind tief betroffen und fühlen mit den Angehörigen, mit der französischen Bevölkerung, mit unseren Freunden in Vincennes. Wir fühlen mit allen Opfern von Terror und Gewalt überall auf der Welt. Ihnen möchten wir heute still gedenken. Und zugleich möchten wir gemeinsam ein Zeichen der Solidarität setzen, ein Zeichen für Religions- und Meinungsfreiheit, ein Zeichen gegen Terror, Hass und Gewalt, wo immer auf der Welt sie ihre hässliche Fratze zeigen. Wir möchten deutlich machen, dass Terroristen nicht gewinnen können. Nein, ganz im Gegenteil, Trauer und Menschlichkeit vereinen die Religionen, die Kulturen. Terror kann unsere Demokratie zwar zutiefst erschüttern, aber er kann sie nicht
zerstören. Je suis Charlie. Wir sind Charlie. Castrop-Rauxel ist Charlie. Wir sind Botschafter einer freien, solidarischen Gesellschaft. Aus welchen Beweggründen Sie jetzt hier heute Abend da sind? Also ich stehe hier, um gemeinsam mit allen anderen Religionen zu zeigen, dass wir diese Krise des Humanismus nur gemeinsam bestehen können, alle Religionen zusammen. Deswegen stehe ich hier. Und Sie? Ich stehe hier aus dem gleichen Grund, aber ich stehe auch aus dem Grund an Gedenken an die Opfer in Paris und um zu zeigen, dass Terror keine Chance hat. Wir als Kleingärtner sind ja international und wir wollen unsere Verbundenheit damit zeigen. Das ist gut. Wir haben aber auch da schon eine Idee, vor allen Dingen von Michaela. Wir möchten demnächst mit allen Gesellschaften zusammen, die in Castrop vertreten sind, einen Friedensbaum zusammenpflanzen. Und das ist mit ein Grund, hier schon mal darauf aufmerksam zu machen, dass wir Gemeinschaft sind. Gibt es da irgendwie schon festere Pläne oder sowas, Zeitraum oder? Innerhalb der nächsten 3-4 Wochen. Ja. Wichtig ist uns bei der ganzen Geschichte, dass das eine Nachhaltigkeit hat, weil es ist genau so, wie viele Leute ja auch in den Facebook-Foren eben schon gepostet haben, die Lichter, die gehen irgendwann aus und viele Leute denken nicht mehr daran, aber in der kleinen Stadt Castrop wird es eben diesen Friedensbaum geben, an dem sich die hier befindlichen türkischen Gemeinden, jüdischen Gemeinden, alle ethnischen Gruppen, die eben wollen, einfach wieder versammeln können und wieder ein Zeichen setzen können und Castrop Hand in Hand
soll einfach ein Zeichen dafür setzen, dass es nicht nur um Je suis Charlie geht, sondern eben einfach darum geht, dass Krieg und Hass und Terror in der ganzen Welt, egal wo er stattfindet, überhaupt keinen Platz haben sollte in unseren Herzen und in unseren Meinungen vor allen Dingen. Um Solidarität zu bekunden, um zu zeigen, dass ich als Muslim traurig darüber bin, erschrocken darüber bin, dass eigentlich das durch die Medien gehen sollte, dass wir wirklich Gesicht zeigen und dass wir nicht zu denen gehören, dass die nicht zu uns gehören, die diesen Anschlag verübt haben, sondern wir stehen nicht dazu, was sie da gemacht haben. Das sind meines Erachtens Dummköpfe und das sind Blindgänger. Die stehen nicht für unsere Religion. Definitiv nicht. Komme ich aus Castrop, oder? Richtig, Castroper Bürger, deutscher Staatsbürger. Alles klar. Danke. Dankeschön. Jetzt aktuell sind wir heute hier, weil wir natürlich auf der einen Seite auch sehr betroffen sind von diesem Attentat, von dem Ausmaß des Attentates und jetzt unsere Solidarität ausdrücken wollen mit den Opfern. Aber wir möchten den Tag natürlich auch gerne nutzen, um jetzt auf die Hintergründe dieser Tat aufmerksam zu machen. Die Friedensbewegung hat seit Jahren darauf hingewiesen, dass die zunehmende Militarisierung gegen Gewalt auslösen wird und dass die Gefahren der Attentate hier in Europa dadurch wachsen werden. Und jetzt ist leider eingetreten, was wir befürchtet haben. Und nun haben wir mal kleinere Bürger, die auch Interesse an solche Veranstaltungen zeigen. Und ich frage euch einfach mal, weswegen seid ihr denn hier? Also ich finde, dass alle Menschen gleich behandelt werden sollen. Und ich bin gekommen, weil ich nicht gut finde, dass solche Terroranschläge gemacht werden. Ich will uns noch was sagen. Und dass alle friedlich miteinander leben. Dankeschön. Ja, mein Name ist Siegfried Hellig. Ich bin Mitglied im Friedenskreis Castrop-Rauxel. Schon in den 80er Jahren haben wir hier gegen die Kriege demonstriert, aber seit 1990, seit dem Jugoslawienkrieg, sind wir also aktiv dabei. Jeden Monat machen wir einen Informationsstand, dass wir meinen, dass man auch aufzeigen sollte, dass solche Terroranschläge, die vielleicht auch in Zukunft in Deutschland möglich sein werden, auch deswegen kommen, weil der sogenannte Westen im Grunde dieses provoziert durch seine Politik, durch seine Kriege. Hallo? Wir sind jetzt hier nach dieser Kundgebung, sind wir jetzt in dem Jugendzentrum Bogis in Castrop, um herauszufinden, wie die Jugendlichen die Kundgebung unterstützt haben. Dazu haben wir jetzt hier die Laureen, die uns wahrscheinlich dann dazu auch einiges noch sagen kann. Was hat denn dieses Bogis gemacht, um diese Veranstaltung zu unterstützen? Wir haben unter anderem das Schild bzw. Plakat hinter uns gemacht und diese kleinen Buttons, die wir auch vorhin verteilt haben. Auf dem Button stehen Je suis Charlie und wie man hier lesen kann, Nous sommes tous Charlie. Die Jugendlichen, wie haben die sich alle eingebracht oder was haben die Jugendlichen zu dieser Veranstaltung dazu getan oder wie haben sie sich eingebracht? Die Veranstaltung war ja heute relativ spontan und dann haben wir uns gestern mit den Jugendlichen, die noch da waren, haben wir uns mit dem Thema befasst, mit denen zusammen halt die Buttons gemacht und halt das Transparent und haben die noch ein bisschen mehr darüber aufgeklärt. Wunderbar, Dankeschön.